Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir einmal an einem Golf 5 die Bremsen tauschen. Und zwar kümmern wir uns heute mal um die Vorderachse. Da tauschen wir die Scheiben und die Beläge, weil die ziemlich runter sind. Das Fahrzeug muss jetzt bald zur Hauptuntersuchung und würde meiner Meinung nach mit den Bremsen nicht mehr durchkommen. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir machen das Rad ab, die Karre habe ich schon mal angebockt. Ja, und dann schauen wir uns mal die Scheiben und Beläge an. Ich sehe hier gerade schon die Reifen, das sind glaube ich Allwetterreifen hier. Sind jetzt auch nicht mehr die besten. Oh ja, und hier kommt jetzt schon, ja, super. Hier löst sich jetzt schon ja, die Reifenflanke auf. Irgendwo ist da mal drüber gefahren. Da guckt schon so ein bisschen Gewebe raus. Wird auf jeden Fall ein Mangel bei der Hauptuntersuchung sein. Ich denke mal, ach du Scheiße. Was ist das denn, ey? Damit kommt er auf jeden Fall nicht durch die Hauptuntersuchung. Werde ich nochmal ja, Bescheid sagen müssen, dass die auf jeden Fall neu sollten. Unabhängig davon sind die Reifen auch schon eigentlich auf Verschleißmaß. Also hier ist die 1,6 mm Markierung, die ist jetzt schon fast bündig und die 4 mm Markierung ist schon deutlich ja, abgefahren. Ja, da würde ich sagen, gibt es auch nochmal direkt zwei neue Reifen. Aber wie gesagt, wir kümmern uns heute jetzt erstmal um die Bremse. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, wir entfernen einmal die Radkappe, legen die einmal zur Seite. Und nehmen uns dann mal unseren Schlagschrauber. Ja, sehr gut. Und lösen mal die Dinger. Boah, ist schon fest, muss ich sagen. Hat aber gekriegt. So. Schon alles entgegen hier. Reifen ab, Reifen zur Seite. So, und da haben wir unsere Bremsscheibe. Also sie ist schon richtig deutlicher Grat. Also das muss man schon sagen. Und die Beläge sind runter. Die Beläge sind total abgefahren. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja, so ist das. War auf jeden Fall allerhöchste Zeit, die zu tauschen. Hauptuntersuchung ist hier gar kein Thema, kriegt der nicht, so wie jetzt hier steht. Ich zeige euch das einmal. So, also hier kann man ziemlich gut sehen. Das ist ein ziemlich fetter Grat. Ach, hier sieht man es sogar noch besser unten. Ne? Also das ist, da brauche ich gar nicht nachmessen. Das ist definitiv schon unter Verschleißmaß. Und hier die Bremsbeläge. Sehen wir da? Ja, da sehen wir auch ziemlich gut. Also da ist nicht mehr viel übrig. Ich gehe mal davon aus, dass die Innenseite auch nicht viel besser aussehen wird. Von daher würde ich sagen, legen wir mal los und fangen mal an, hier ja, die Bremse zu zerlegen. So, zu Beginn, also ich mache das immer so, wenn ich die Bremsscheiben und Beläge immer komplett tausche, dann drücke ich den Kolben vom Bremssattel vorher schon mal zurück. Sollte man natürlich nicht machen, wenn die Bremsscheibe drauf bleibt, weil dadurch beschädigen wir unter Umständen die Bremsscheibe. Aber wie gesagt, ich stecke immer von hier hinten einen dicken Schraubendreher rein, dass er so schön gegen die Bremsscheibe kantet und drücke den ganzen Bremssattel einfach zurück. Wirklich bis auf Anschlag. Jetzt ist er auf Anschlag. Und somit sparen wir uns ja, das Zurückdrücken mit einem Werkzeug. Wie gesagt, das tatsächlich nur machen, wenn die Scheibe auch getauscht wird. Weil sonst beschädigen wir unter Umständen die Scheibe, machen da Riefen rein. Das wäre natürlich nicht so cool. Am Bremssattel können wir mit der Methode eigentlich nichts kaputt machen. So, dann entfernen wir hier einfach die Klammer. Und legen die einmal zur Seite und danach müssen wir
Die beiden Kappen, also die Staubschutzkappen hier hinten am Bremssattel einmal lösen. Das ist, soweit ich weiß, ein 7er Inbus, ist bei fast allen Fahrzeugen gleich, die hier diesen Schwimmsattel haben. Da entfernen wir einfach nur die Kappen. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Wie gesagt, die Kappen machen wir hier einmal runter. Zack, Kappe ab. Das gleiche machen wir natürlich auch von unten. Zack, hier ist das Teil. Drehen wir mal an der Seite auch alles. So, und dann nehmen wir uns hier unseren 7er Inbus, stecken den hier hinten rein und schrauben die Bolzen raus. Das gleiche machen wir hier unten natürlich auch. So, und da sehen wir schon, dass der Bremssattel locker ist. Schrauben die Bolzen komplett raus einmal. So. Hier oben auch nochmal. Und dann ist der Bremssattel komplett gelöst. So, und dann können wir den Bremssattel hier einmal runternehmen. Den Bremsbelag hier einmal rausdrücken. Dann hängen wir den hier einfach mal hin. Und dann sehen wir hier, der innere Belag, der ist tatsächlich noch in Ordnung. Also damit könnte man bestimmt noch so 5.000 bis 10.000 Kilometer fahren. Dann nehmen wir uns mal den inneren. Wenn wir die jetzt hier vergleichen, sehen wir ganz gut, also der innere, der hat jetzt vielleicht noch die Hälfte, also wenn es hochkommt, also der ist tatsächlich schon ziemlich runter. Und wie gesagt, das würde halt auch der TÜV bemängeln. Weil wir damit jetzt auf keinen Fall noch 2 Jahre durchfahren könnten. Also die wären hier in, ja, sagen wir, 2.000, 3.000 Kilometern durch. Spätestens. Aber wie gesagt, die Scheibe ist ja auch fällig. Und die muss auf jeden Fall sowieso neu. Um die jetzt abzubekommen, muss ich jetzt mal schauen, ob wir den Bremssattelträger abnehmen müssen. Zuerst muss nämlich hier die Schraube gelöst werden. Das ist auch nur so eine kleine Zentrierschraube. Man hier so schön sehen kann. Die legen wir auch beiseite. Und dann gucken wir mal die Scheibe. Okay, die ist fest. Noch ein kleines Hämmerchen. Ah, da kommt sie schon ab. Schauen, ob wir die hier entlang dran wegziehen können. Ah, nee, das funktioniert leider nicht. Die blockiert hier, wie man gut sehen kann. Daher setzen wir die erstmal wieder drauf. Und dann müssen wir halt den Bremssattelträger hier entfernen. Da sind hinten 2 dicke Schrauben. Also ich vermute jetzt mal 19. Ich guck mal eben. Ne, größer, dann wird es wohl 21 sein. Ist das 21? Ja, sehr gut. Ja, und dann müssen wir halt den Bremssattelträger abmachen. So, dann nehmen wir uns hier mal so einen dicken Schlüssel, legen den mal hier dran. Ja. So, und versuchen den mal. Kamera fliegt weg. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera. So, auf jeden Fall ist hier gelöst. Das gleiche machen wir jetzt einmal hier unten auch.
So, die beiden Schrauben sind auf jeden Fall gelöst. Die können wir jetzt einmal komplett rausschrauben. So, und ja, manche haben jetzt gesehen, vielleicht das war ein Drehmomentschlüssel. Meckert bitte nicht. Der Drehmomentschlüssel, ja, wird nur für solche Zwecke genutzt, weil der schon defekt ist und alt ist. Damit ziehe ich keine Räder an. Also braucht dann jetzt nicht anfangen hier zu meckern. So, und sind die beiden Schrauben raus. Nehmen wir den Sattel hier, den Sattelträger einmal raus. Und die Scheibe runter. Und damit hätten wir ja den Ausbau schon mal ja, bewerkstelligt, würde ich sagen. Wir machen einmal ein bisschen mit einer Drahtbürste die Radnabe sauber. So hier auf den Auflageflächen, die sieht an sich noch ziemlich gut aus. Also ist gar nicht großartig festgerostet oder so. Aber wir nehmen uns einfach mal eine Drahtbürste und gehen hier einmal kurz drüber. Ihr solltet irgendwie daran denken, wenn ihr mit so einer Drahtbürste arbeitet, also es ist ziemlich feiner Bremsstaub, der hier hochkommt, tragt nach Möglichkeit eine Maske, eine Schutzmaske, so eine Staubmaske halt für 99 Cent. Sonst habt ihr abends beim Zu-Bett-Gehen, wenn ihr euch die Nase putzt, ja schön schwarzen Schlodder im Taschentuch. So, das ist alles sauber. Was wir jetzt noch machen müssen, ist am Bremssattel hier die Auflageflächen, da sieht man ganz gut, wo der Bremsbelag hier entlang geglitten ist, das auch einmal mit einer Drahtbürste sauber machen, vernünftig, ne, damit die neuen Bremsbeläge auch nicht blockieren oder sich verkanten während des Bremsmanövers, beziehungsweise damit die auch danach wieder vernünftig zurückgleiten können. So, wir gucken uns einmal kurz den Bremssattel an. Ne, also ihr solltet natürlich irgendwie auch kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, ob die Manschette nicht beschädigt ist oder ähnliches. Ne, aber sollte die Manschette irgendwie schon Risse haben, beschädigt sein, dann ja, sollte man den Bremssattel halt auch überarbeiten. Ne, weil dann kann natürlich Schmutz und Dreck hinter die Manschette kommen und den Kolben unter Umständen halt blockieren, sodass wir dann, ja, wenn wir Pech haben, gar nicht mehr bremsen können. Und darauf sollte man natürlich achten. So, für den Einbau nehmen wir uns dann einfach die neue Scheibe, setzen die hier wieder drauf, nehmen uns unsere kleine Schraube hier wieder und fixieren damit die Bremsscheibe, damit die uns nicht runtersegelt. Jetzt ziehen wir die einmal an. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal fest. Dann nehmen wir unseren Bremssattelträger, setzen den hier wieder einmal drüber und schrauben einmal schon mal eine Schraube hier von hinten rein. Ziehen ihn noch nicht fest, also so, dass er hier auf jeden Fall noch Spiel hat, weil wir dann die zweite unten ansetzen müssen. Dann ziehen wir die wenigstens handfest schon mal an, so dass der Träger sich nicht mehr bewegt, und ziehen die Schrauben dann mit einem Drehmomentschlüssel einmal fest. So, dann nehmen wir uns unsere Bremsbeläge. Der mit der Klammer kommt auf die Innenseite, wird in den Sattel reingeklemmt.
Vorher machen wir uns hier ein bisschen Bremsenpaste drauf auf die Gleitflächen. Dann nehmen wir uns den Sattel und setzen den Bremsbelag hier rein. So. Nehmen uns dann den anderen und setzen den hier einmal von vorne rein. Zack. Nehmen uns den Bremssattel und schieben den dann einfach hier rüber. So, der ist wieder drauf. Und schrauben dann die beiden Bolzen, die kleinen, einmal wieder rein. Dabei müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht verkanten. Also das passiert schon mal ganz gerne. Also wirklich vorsichtig versuchen reinzudrehen. Am besten erstmal per Hand, um zu sehen, ob er da irgendwie einen Widerstand spürt. Solltet ihr das ohne weiteres 2-3 Umdrehungen reinbekommen, könnt ihr dann mit der Knarre einmal komplett anziehen und dann auch vernünftig festziehen wieder. So, habt ihr die Bolzen vernünftig angezogen, Staubkappen wieder drauf, dann die Klammer wieder einsetzen. Oben vernünftig schon mal reindrücken, dass das fest ist. Unten schon mal so weit wie geht und dann müssen wir den einmal hier so rumziehen. Und dann ist die Bremse vorne erneuert. Dann nehmen wir uns das Rad wieder, setzen das wieder einmal drauf. Bolzen wieder rein. Und ich ziehe das Ding jetzt einfach mit dem Schlagschrauber in der niedrigsten Stufe einmal an. Einmal Auto wieder runter. Gut. So, dann drehe um den Schlüssel und die Radschrauben wieder über Kreuz einmal festziehen. So, dann die Radkappe wieder drauf. Achtet darauf, hier ist immer eine Aussparung fürs Ventil. Das sollte dann auch am Ventil angesetzt werden. Und die Radkappe ist wieder drauf. So, denkt natürlich daran, wenn ihr die Bremsen erneuert habt, bevor ihr losfahrt, einmal die Bremse auf Druck pumpen, damit die Kolben wieder ranfahren, weil sonst könnt ihr das Problem haben, wenn ihr losfahrt, habt ihr auf den ersten Metern keine Bremswirkung und fahrt dann irgendwo gegen. Habe ich selbst schon mal erlebt. Ein Freund von mir hat sich die Bremse gewechselt, stand hinter einem Auto, aufgebockt, hat abgebockt und wollte dann losfahren. Das Auto ist nach vorne gerollt, er konnte nicht mehr bremsen und ist dem Fahrzeug hinten halt aufgefahren. Ist natürlich ziemlich uncool. Ja, das war's schon. Ich kümmere mich jetzt noch um die andere Seite. Ich denke, das muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Ihr habt das jetzt, glaube ich, ganz ausführlich gesehen, was ich hier gemacht habe. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.